Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Stappenbach Vorhorst. Der Hof sieht ein klein wenig anders aus. Nicht wundern, falls. Weil die BGA wollte nicht funktionieren und man braucht den Mod modulare BGA dazu. Den hatte ich leider nicht. Und nachträglich raufmachen ging auch nicht. Weil ich konnte vorher in diesem Bunker hier einfach so durchspazieren. Jetzt nicht mehr. Sprich, muss ich nochmal einen neuen Safe Game anfangen. Musste deswegen den Hof ein bisschen von vorne anfangen. Deswegen sieht er jetzt ein bisschen anders aus. Aber im Grunde ist es gleich geblieben. Und ich konnte gleich ein paar Fehler rausmachen, wie das Sägewerk. Jetzt sind die wo die Bretterpaletten und so rauskommen, hier vorne, nicht mehr hinten am Ende. Hatte ich ja beim letzten Mal verkehrt rum gedreht. Aber heute wollen wir die Ponse Richtung Waldschmal bringen. Wie gesagt, und dann habe ich gleich hier die Streifen richtig weggegruppert, dass ich die auch düngen kann, wie hier. Das habe ich dann alles schon mal, hatte ich beim letzten Mal nur mit dem Landschaftstool da gemacht. Und dann kann ich die nicht düngen. Hier, das habe ich auch wieder hergestellt. Dass wir hier schön rüberfahren können. Wie gesagt, hier habe ich dann nachher mit dem Tool nur Gras wieder hingemacht. Das sieht man, kann ich nicht düngen. Dann habe ich das halt hier gegrubbert. Die Grünstreifen. Weiter Weg. Genau, die Streifen, deswegen sind die noch nix. Aber auf jeden Fall. Und halt hier oben. Das ist alles weg. Wenn jetzt hier mal aufgehen. Gut, hier sind sie auch grün. Aber auf jeden Fall ist das weg. Dann wollen wir auf jeden Fall erstmal die Ponse Richtung Wald. Und die Düngerspritze hier oder Feldspritze wird verschwinden und die tausche ich gegen die hier. Ne, gegen die. Weil es gibt jetzt diesen Mod. Da wo ich gedüngt habe, spritzt sie nicht mehr. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, wie heißt denn der Mod? Oder wie man das an. Aber ihr wisst, was ich meine. Das werden wir bestimmt noch sehen. Aneck. Fahren wir erstmal hier hin. So, dann war das die Taste Abdeckung schließen. Ne, das war ja nur die Sonnenblende. Was
aktiviert Lenkmodus, Transportstellung auf. Lenkmodus wechseln, streng und Chat. Zack. Das finde ich nämlich so schick an dem. Jetzt haben wir nämlich eine Transportstellung. Bleiben wir nicht mal andauernd an Bäumen hängen. Den hatte ich so immer raufgefahren. Okay, das passt. Na, noch ein Stück. So. Wunderbar. Dann machen wir uns mal Richtung und umleuchten an, Richtung Wald. Wir hoffen, dass er so drauf bleibt, wie er ist. Und wir nirgendwo hängen bleiben. Also wird es noch mit dem Gras mähen dauern. Die Zwischenfelder, aber eigentlich ein paar Flächen sind schon fertig. Mal gucken. Dings habe ich jetzt auch geändert, weil es gab ja auf Stappenbach wohl das Problem, dass die Bäume nicht so fertig wachsen. Da könnt ihr aber gerne mal zu dem Mario Hirschert gehen, der hat dann ein schönes Video gemacht, wie man es ändern kann. Dauert echt nur, wenn wir ein Video mit angucken, 5 Minuten. Ansonsten wachsen eure Bäume nicht. Außer ihr habt schon Bäume gepflanzt, denn das erklärt er aber auch. Aber ich habe ja hier noch keine gepflanzt, deswegen war das für mich ganz einfach. Ich konnte doch hier auch, glaube ich. Geradeaus und dann halt ein bisschen rechts halten. Ob ich richtig. Ist da vorne. Nee. Ich dachte, vorne ist ein Tor oder so. Alles bräuchte ich ja bloß geradeaus und dann komme ich dahin, wo ich hin will. Der bewegt sich nicht. Dann kriege ich mir auch Platz auf dem Hof. Ja. Früher, glaube ich, war das da bloß ein Feldweg oder so. Oh, da sind wir ja schon. Wunderbar.
andersrum kommen wäre besser gewesen. Vielleicht können wir da oben irgendwie. Ich überlege mir, ob ich da oben den Hof, das Stück da kaufe. Können die Forstmaschinen auch da unter? Können wir hier hochfahren? Null. Ich glaube, hier komme ich auch wieder raus. Hier haben wir nämlich auch noch ein bisschen Unterstellmöglichkeiten, denn ich überlege irgendwie, ob ich mir das hier noch kaufe, das kleine Stück. Kann man die nachher entfernen oder bleiben die? Machen die auch noch mal Abstellfläche. Ach komm, wir holen den erstmal runter. Wie man sieht, sieht man nichts. Holen wir den gleich mal unten hin. Egal, wir lassen das mal da stehen. So fährt sie dann aber richtig mies. Warte mal, was war das? 3Z. Und da ist die Kette und so. Die geht jetzt hier hinten ran. Zack, zack. Und das rote Dings da. So schnell geht doch da gar nicht vorne. So. Schauen wir mal gleich da, wo ich anfangen will. Hier so ein bisschen am Rand. So. Bleibt erstmal hier stehen. Und wie gesagt, diesmal mache ich das ein bisschen anders. Dieses Grün hier alles. Gucken. Weil immer so parzellenweise will ich alles wegnehmen. Neu pflanzen. Hier und da vielleicht mal die Laubbäume bleiben stehen. So ist jetzt mein Gedanke.
Wie gesagt, überlege irgendwie, ob ich mir das hier kaufen soll. So teuer ist das gar nicht. 36. Machen wir uns erstmal wieder in Richtung. Wenn ich hier rauskomme. Hier stehen einfach so Kanister rum. Wo komme ich hier rum? Gerade so, wie das aussah. Oh, das fällt sich gleich angenehmer. Weil dann kann so die Forsttechnik nämlich da oben rein. Also mal da oben leuchten kann aus. Dann fangen wir nämlich schon mal an mit dem Forst, aber da ja schon 15 Uhr ist, fast 16 Uhr. Ich glaube, was war das geradeaus, ne? Oh, ich hätte ja eigentlich einen Kurs einfahren können. Holzverkauf ist ja oben bei mir, auf dem Hof. Vielleicht auch die Waldwege ein bisschen enden. Mann, warum rennen die immer auf der Straße? Oder wie hier. Da muss das alles erst noch wachsen. Die rechte Seite von Hof ist noch nicht bebaut. Da soll ja die Pelletsproduktion rauf. Aber dafür baue ich erstmal Heu. Der Mais ist auch noch nicht gewachsen. Unkraut ja, aber nicht Mais. Weil hier auf der Stappenbach gibt es gar keine Pappeln. Mal sagen, so sieht's gut aus. Alter, perfekto. Genau, die muss ich auch noch mal zurückbringen, mir die andere holen. Weil dann können der Buffalo und der Trox 6000 nämlich hier auch raus, dann können wir hier nämlich Trecker, LKWs und so unterstellen. Weil es kommt, ja muss immer brauchen wir noch einen Radlader. Die Silos sind ja voll. Ich glaube, der hat 12 Liter die Sekunden Durchsatz. Sprich, Gärreste wollen wir dann ja ausbringen auf den Wiesen etc.
Hier Holz habe ich noch. Was sagen die Produktion? Der Kleine ist ja fürs Holz ins Sägewerk da bringen. Nö. Die Jungs sind auch fleißig. Hier haben wir schon mal ein paar. Da hier auch schöne. Graben. Hier kann man dann vom Wohnhaus. Das ist alles so wieder geblieben. Oh. Pickup wollen wir noch kaufen. Den hatte ich ja auch. Siehst du, jetzt ist auch die nette Dame wieder da. Jetzt steht hier auch einer, der alles schön überwacht. Kann man nämlich hier durch, wenn man da durchpasst. Und dann ist man hier. Wieder Gabelstapler. Läuft. Wie viel Holz ist hier drin? Oh. Ups. Da kommt nämlich schnell raus rum. Wie gesagt, und auf der anderen Seite kommt denn da mit den Pellets Ballenlager. Ich glaube, da werde ich auch dieses eine, was man dieses Beinlager da nehmen. Was soll denn hier rauf? Also Pellets, habe ich schon mal geguckt, vielleicht hier hin, die Halle. Und ein Beinlager. Vielleicht noch ein paar Unterstandsmöglichkeiten. Wie gesagt, das habe ich mir erstmal so gemacht wegen Stuppen sehen. Silage wäre auch ist hier ein schöner Weg. Könnte man auch gleich ein bisschen begradigen. Aber in diesem Sinne, die Ponze ist schon mal da, der Scorpion King. Dann kann es da nämlich auch bald losgehen. Irgendwann geht es dann los mit der Grasernte. Das müssen wir dann da schon hauen. Aber in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.